Liebe Grüße an Mudi, So Fragezeichen. sieht's aus. Ja. Kann ich noch was zu trinken organisieren, bevor die nächste Mission startet? Ja, und lass wirklich mir mal meine Waffe für die andere da. Mikro, ja. Ah, okay. Passiert, kommt vor. Soll die 17er weg, die Goliath? Nee, die 19er, die Assault Rifle. Passt schon, jetzt kann ich gerade selbst dann. Muss mal gucken, wo. Ich hoffe, keine Special. Ja, Weapon. Also Mikro hat weiter übertragen, wurde gerade gesagt. Alles klar, haben wir das auch mal geklärt. Wie ist man das? Wo ist es denn? Hä? Ich hab doch gerade. Ach, da. Oh nein, a Grenade Launcher. 20.000 Damage? Das ist sick, Mann. 20.000. Ich hab hier auch noch was. Ach ja, die ist doch super langsam. 20.000. Ach, die Air-Schildkröte. Biene, bist du die Sabrina von YouTube, wo der letztens geschrieben hat, dass er einschaltet, wo ich gesagt habe, wir streamen Dark Souls 2? Wenn ja, tut mir leid, wir müssen erst noch IDF fertig machen. Da hat mich der Mick nämlich dran erinnert und hat gesagt, wie sieht's aus mit IDF? Und ich, so, stimmt. Aus. IDF komplett vergessen. Okay, guck mal, wie lange mal die Reload-Time ist von meinem Grenade-Launcher. Das ist, aber dafür one-shottet ja alles. Öffne dich, damit ich dich one-shotten kann. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Willst du dich nicht öffnen, dann müssen wir so um uns ballern. Ich vermute, das Ding öffnet sich erst, wenn wir x Gegner erledigt haben. Gute Vermutung, es öffnet sich und reinschießen und ich hab daneben geschossen. Das ist natürlich fatal für mich. Schon ist kaputt. Ist kaputt? Habe ich es geschafft? Weiß nicht. Sieht nur ganz danach aus. Ich hasse die Roten. Die Roten sind so nervig. Die halten so viel HP. Oh mein Gott. Ja, leider wieder eine schlechte Waffe erwischt. Aber kann man nichts machen. Ich habe so langsam tatsächlich HP-Probleme. Okay. Ja, die einen machen ziemlich viel Damage. Diese mit den... Die langsamen mit den drei Klingen quasi. Hex einsammeln. Treff die nicht.
Den da treffe ich. So. Sind alle zu weit in der Luft oben. Ich habe keinen Rocket Launcher mehr. Ja, Nahkampfwaffen sind als nicht schlecht, aber oft halt auch. Ja, für deine ist okay, weil du ja über hinten fliegen kannst. Mhm. Was mache ich? Ich schaue in die Röhre. Guck. Treff nix. Ah. Das ist voll dumm, meine singt halt einfach nicht. Echt schade, Mann. Die sind so gut. So eine gute Truppe. Ich farm gerade rote Kisten, solange wir es gerade noch können. In MSH sehr schlechtes Internet. Jetzt geht's wieder, bin wieder da. Ah ja. Hast ja vorhin gefragt, Mutti, ja. Mutti war da. Vom Mick. Wir wollten eigentlich das Mikrofon auch ausschalten, das hat aber nicht funktioniert. Echt schade, und ich habe gefragt, ob du die Sabrina bist, die geschrieben hat, dass er einschalten würde. Und falls ja, wollte ich sagen, es tut mir leid, dass wir kein Dark Souls 2 spielen. Ich kann nichts machen, ist so langweilig. Ich versuche hinzukommen. Weil der Mick mich daran erinnert hat, dass wir noch eine Rechnung mit EDF offen haben. Wo sind... Ach Gott. Ja, die sind alle weit in der Luft und ich darf da nicht hin. Oh, der ist in Range. Oder auch nicht. Und den Hund nicht. Und den Hund nicht vergessen. Der Hund ist ja öfters auf dem Stream. Der Hund war öfters schon da, ja. Aber da hat er noch nicht so ein geiles Halsband gehabt. Ja. Ist ja der Quatsch. Damit sollte ich mich ja eigentlich auskennen. So sieht's aus. Da ist er. Mission hasse ich, wo ich mich nicht wehren darf. Ja, was hättest denn du jetzt gemacht, wenn du Singleplayer spielst? Muss mal ein bisschen runterkommen. Oh. Ja. Deswegen habe ich über so Fire Range Zeug dabei. Ja, das bringt nichts, die Waffe hier jetzt zu nehmen, weil die macht zwar einmal viel Damage, aber die ist langweilig. Dann nimm halt den alten Raketenwerfer oh. wieder. Oh, ich will eine neue Waffe. Moment. Bug Invasion. Die ist halt extrem langsam, die Erdtäusche. Die hat 10 Sekunden Reload-Time, besser als nix. Wenigstens eine andere Waffe noch. Ja, kein Thema, ist auch interessant. Ja, wir hatten Dark Souls 3 gestreamt. Und dann hat man uns überlegt, wir machen die ganze Reihe rückwärts bis Demon's Souls. Und eventuell nochmal, muss ich Mick noch fragen, ob er Bock drauf hat. Wie heißt's? Bloodborne mit DLC. Weil da die Qualität sehr schlecht war von unserem Stream damals. Weil wir einfach eine falsche Einstellung gewählt hatten von der PlayStation aus. Guck mal. Ist das die Tortoise? Ja, genau die. Tortoise, Schildkröte. Ja. Viel zu langsam. Oh toll, direkt ins Haus. Das ist ja schön. Na immerhin, das Haus ist kaputt. Ich kann so schön fliegen. Unfair. Das Jetpack packe ich mir nachher ein, wenn ich nach Hause gehe. Dann fliege ich so nach Hause. Und halt alle 400 Meter halte ich an, weil ich mich aufladen muss. Ach Gott, wie die Soße da rumspritzt, ey, nicht normal. Oh, du hast sau wenig HP, Mann. Ich weiß, ich komme nicht mehr hoch. Ah.
ich will hier hinten nicht sterben, weil du 5 Jahre brauchen würdest, bis du bei mir wärst. So, läuft. Sehr gut, back in business. Jetzt da hinten ab, ey. Guck mal, wie sie fliegen. Ich seh's von oben. Freu mich schon drauf, alles super Games. Ja, der Mick ist nicht so scharf auf Dark Souls 2, eher aufs Erste. Aber wir ziehen alles durch. Zumal ich dem Mick unbedingt die Dark Souls 2 DLCs zeigen muss. Er ist noch nicht überzeugt, aber die DLCs fand ich extrem gut. Das ist immer spannend. Besser wie das Hauptspiel. Alles nur eine große Verarsche. Stimmt. Wahrscheinlich unnötig schwer. Ja, aber dann können wir sagen, wir haben alle großen FromSoft-Spiele tatsächlich gespielt. Danach spielen wir die nächsten FromSoft-Games. Kingsfield? Nee. Armored Core? So sieht's aus. Ich habe sogar irgendwo eins noch OVP verpackt. Aus einer Limited Edition war das, gell? Ja, so mit einem Mac sogar dabei. Hunde sind sowieso geil. Hab einen Beagle, der ist sehr lieb und verfressen. Ist dein Hund auch verfressen? Ja. Ja. Ich glaube, das ist jeder Hund, oder? Das ist jeder Hund, ja. Ich hatte früher mal einen Hund, aber jetzt nicht mehr. Jetzt musst du 2 Häuser weitergehen, dann hast du wieder einen Hund. Dann habe ich wieder einen, ja. Weil ich selbst habe keinen mit meiner Freundin. Wir haben keine Haustiere, also sie hat Katzen daheim. Aber wir bei uns in der Wohnung haben jetzt nichts. Außer vielleicht mal eine Spinne oder so. Aber genau. Die erledige ich genauso wie hier im IDS. Oder irgendwie so andere schöne Hausbewohner, die man nicht vergessen darf. Die Ratten, Läuse. Also habe ich Ratten in der Wohnung. Kakerlaken, sonstiges Ungeziefer. Ich weiß es nicht. Ich hab eine Silberfischfarm. So sieht's aus. Wer hat die nicht? Jeder Haushalt, der was aus gibt, hat eine Silberfischfarm. So sieht's aus. Päuschen von gestern, Mann. Silberfische sind jetzt in. Ja. Richtiges Silber. Gibt sogar Silberfischhandtaschen, so wie für Paris Hilton und sowas. Genau. Den Fake Gold oder den sowas. Keine Ahnung. Guck, wie viele schöne Waffen wir bekommen. Alle sind shit. Alles shit. Oh, schade. Shit hard mission. Transport Ship Surprise Attack. Nein, das war nicht geil. Bist du bereit für die Surprise Attack? Und wie? Und wie? Wenn's, was hast du gesagt, 89 Missionen gibt's, gell? Ja. Also heute auf keinen Fall. Heute nicht mehr, aber vielleicht beim nächsten Mal schon wieder. Nee, auch beim nächsten Mal nicht. Apropos, habe ich vielleicht am Wochenende Zeit. Meine Freundin fährt weg übers Wochenende. Okay. Und da kann es sein, dass ich Zeit hätte, wenn du Bock hast zu streamen. Ich will mich eigentlich für mein Exhibition-Match vorbereiten. Ah, trainieren muss er. Nächste Woche geht aber klar. Nee, nächste Woche geht klar, easy. Aber Wochenende ist halt Sonntag das große Ding da, wo ja der eine Amerikaner für das deutsche okay. Lobby da. Hat es am Sonntag schon? Nee, das wusste ich nicht. Das ist schon am Sonntag, genau. Ich habe wegen Arbeit viel zu wenig Spiel. Ich muss mal üben. Scheiß Arbeit. Ja. Solltest mal lieber harzen. Es wäre keine schlechte Idee. Nur fehlt einem da so ein paar wichtige Dinge wie Geld. Und ein Alltag. Alltag hätte ich. Ach, ich weiß nicht, also wie ich mir die Woche freigenommen habe für die E3 da. Oder die 3 Tage, wo ich nicht da war. Ja. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ja, das waren nur 3 Tage. Ich weiß nicht, wenn ich keine Routine habe, so. Das ist voll ätzend.
Wobei, ich habe viel für den Channel gemacht, wo die, die es interessiert, ein älteres Projekt, was ich schon lange wieder in Angriff nehmen wollte, habe ich einige Videos für gemacht. Werde ich aber erst veröffentlichen, wenn ich noch mehr Videos habe, damit es nie wieder so eine riesen Wartezeit gibt. Und diese Videos werden demnächst aufgenommen. Mein T-Shirt könnte ein Hinweis sein. Könnte. Du machst doch die ganze Zeit so dumme Videos, die hochgeladen werden, oder? Ja, nee. Doom 2 Walkthrough liegt, glaube ich, schon wieder ein halbes Jahr auf Eis. Ach so, du willst Doom 2 wieder anfangen. Oh, guck mal. Guck mal. Jawohl. Oh nein. Nein. Nein, bitte nicht in die Armor. Nein. Oh, come on. Bitte nicht. Was denn? Ja, guck mal hier. Da. Siehst du nicht meine Rakete? Die, oh. So eine Scheiße. Ja, ich hab meinen Chip aber auch nicht down gekriegt. Kann ich dich beruhigen. Ja, meins wäre easy down gegangen, aber ich hab so schlechte Waffen, die machen keinen Spaß. Die Klasse ist voll langweilig. Die hat nichts, was Hype ist. Es ist einfach nur MG und ja, wow. Also wenn ich mit der Klasse, glaube ich, durchspielen müsste, ich hätte keinen Spaß. Da war ich mit meiner anderen Klasse echt besser dran. Willst du lieber noch die Klasse wechseln? Wenn wir farmen, ich glaube, wir können nochmal Waffen farmen für die Klasse, die ich zuerst probiert habe, wo dann die Vehicles bekommen, so Fahrzeuge. Können wir gern machen. Das klingt doch gut. Aber deine Waffen sind ja ziemlich stark, oder? Ja, ich bin zufrieden soweit. Ja. Alter, ich probiere nichts angreifen. Fuck! Ja, da geht er down. Was gibt's dann noch so für Klassen? Das muss der Nick erklären. Also hier meine, ich bin eine Valkyrie, glaube ich, war das, oder? Ja, Valkyrie, genau. Dann Soldier Valkyrie. Ist so, wie man sich vorstellt. Soldier mit MG und so Zeug. Dann gibt's so eine Heavy Artillery. Service Volver. Heavy Artillery Klasse. Namens Panzer. Und die haben wirklich extremes Zeug. Und dann gibt's noch so Air Support. Und die kann unter anderem Fahrzeuge rufen und dann steuern und mit denen angreifen. Das ist ziemlich nice. Und halt Air Support reinrufen. Und dann müsste er aber. Ne, dann kann ich ihm so Markierungen hinlegen und du könntest sie dann mit einer Special Waffe angreifen. Die machen auch sau viel Damage. Mhm. Das musst du auch machen auf den hohen Schwierigkeitsgraden. Auf den niedrigen eher nicht. Da ist es eher irrelevant. Das ist mal nice to have. Ja. Aber die machen dann halt extrem viel Damage. Und auch riesiger Radius. Die Airstrikes kennst du ja, wenn die Map oben rot wird komplett und die können dann halt von Spielern selbst ausgelöst werden. Das klingt geil. Aber die müssen uns doch kacken. Deine Klasse ist halt für so Missionen geil, wo wir jetzt wirklich in der Höhle sind oder sowas. Ja, oder halt einfach Bodengegner, nicht Luft. Mit den Waffen ist es ziemlich shit. Und das heißt halt einfach boring, ne? Ist halt einfach nur ein MG und du hast Blitze und sonst was. Alles mögliche. Fuck, 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 fuck! Ich bin gleich tot! Zu normal für mich. Casual. Doggy. Wieder laut. Übrigens, den Guilty Gear kostet nur 30 Euro oder 40, die Disc. Die Disc, ja? Ja. Der Download hat, glaube ich, 60 gekostet. Okay. Alter, Alter, ziemlich Alter. Billig. Ich glaube, allein fürs Tutorial ist das neue Guilty Gear ziemlich geil. Boah, allgemein auch wieder. Kriegst du ja noch einen vollwertigen Anime mit der Story, der 5-6 Stunden lang ist. Darf man auch nicht vergessen. Also so für. Und vor allem Chars, die nach bekannten Rockern benannt sind. Irgendwie. Axel. Axel Lowe heißt er sogar. Axel Lowe. Und dann halt. Main Char. Soll. Aber richtiger Name ist Frederik. Man hat viel nach Queen benannt. Kacke.
bin zu langsam. Sag mich mal. Ah, jetzt. Jetzt kann ich loslegen. Achtung, jetzt mache ich das scheiß Schiff kaputt. Da fliegt meine Rakete schon hin. Oder du meinst einen anderen? Nee, du meinst nicht einen anderen. Das war's. Ich bin schon wieder so. Du bist nicht gerade eben in der Richtung. Nee. Was denn? Der darf doch jetzt gerade spielen für eine Ja. Jetzt haben die Berichte angekündigt. Die haben Hochsicherheitstraktor gerade in den 30. Minuten. Würde irgend so ein Ding explodieren, dann würde jemand den Platz stürmen. Aha. Und jetzt warten die alle, bis das rum ist. Da liegen die Nerven blank. Also Terrorakt ist angekündigt, jetzt, aber ja, nichts passiert. Jetzt, also mit Pyrotechnik wollen sie in der 30. Minute das ankündigen, dann wollen die die Platz stürmen. Ja. Und ich hab's hier gerade Lava. Wann fängt das Spiel an? Um 9 oder jetzt was? Jetzt neun, eine halbe okay. Stunde wäre das dann. Na, hoffen wir mal, dass nichts passiert. Ja. Krass, danke. Habt ihr es mitgekriegt? Der Newsflash. Newsflash. Ey, asozial, was abgeht, ja. Terroristen suchen sich halt immer die schwächsten Ziele aus. Anders wäre es ja auch kein Terror. Na, hoffen wir mal, dass hier in Frankreich nichts passiert. Ja, ich drück die Daumen, dass es nur eine Blende war, sage ich mal. Ja, aber allein was so eine Nachricht schon wieder auslöst, ne? Ah ja, klar, das wird jetzt 100 Pro abgebrochen. Ah, ich hab mir noch gedacht, dass es in Frankreich wieder abgeht. Ich hab's mir echt noch gedacht. Leider Gottes, ja. Oh, ich treff mal. Oh, und wieder, ich treff wieder nicht. Ist echt scheiße. Nice. No fun? No fun, die Waffe. Hier. Kann nicht ohne Rocket Launcher spielen. Nima schreibt auch, ja, hoffentlich passiert nichts. Ja. Drücken wir die Daumen. Oh, komm schon, hopp, 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 hopp. Auf den einen geht jetzt meine Rakete. Hast du auch das Problem, dass dein Zeug erst losgeht, wenn das Ding eigentlich schon wieder zu ist? Nee. Guck mal, bei mir klappt das jetzt oder greifst du das gerade an? Ne, du gehst aufs andere. Sehr gut. Guck mal, jetzt aber. Jetzt treffe ich. Yeah. Jetzt trifft meine Rakete, hoffe ich. Achtung! Komm schon. Oh ne, die ist zu langsam. Bestimmt ist das Raumschiff schneller als die Rakete. Ne. Trifft mal. Guck mal, one shot. Wow. Amazing. Endlich mal was, was Spaß gemacht hat. Mit der Klasse. Siehst du, wie lange wir brauchen, weil ich einfach nichts mache? Auf der Suche nach HP. Schrecklich. Oh, da traut sich mal einer runter. Wenn sie sich runtertrauen, sind sie free. Sammel halt die HP ein, Ader. Gut. Aber wir haben es gleich. Kaum Gegner da. Und wir haben einen Blackout. Blackout! Also zockst du im Moment nur FF10 oder wie? Zu Hause? Im Moment, ja. Im Moment. Um auch schon rum oder macht es einfach nicht so Sinn, so lange zu zocken? Also rum im Sinne von, ich habe alle Trophys geholt. Okay. Was relativ easy war. Geht echt flockend im Spiel.
Aber ich will es nochmal auf Ultraviolence spielen. Weil das okay. ist der Schwierigkeitsgrad, in dem ich sage, da macht Doom Sinn. Okay. So, Klasse wechseln oder ja, was? Ja, da werde ich nur ein Problem haben, dass ich ein bisschen Low HP habe, aber ist egal. Ja, gut. Wir machen ja eh erst die dritte Mission, oder? Genau. Klaas, hier in Nimor siehst du die Klassen. Ja, das ist der Ranger. Pina hat auch geschrieben, sie wünscht sich auch, dass nichts passiert. Und babum, alles kaputt. Ich nehme an, das ging auf die Raumschiffe und nicht auf Frankreich. Genau. Ranger bist du im Moment. Ja, Ranger bin ich. Das bist du, Wingdiver oder auch Valkyrie. Dann Air Raider werde ich jetzt spielen. Mhm. Und hier Fencer ist die Klasse, die ich gespielt habe. Halt riesig. Super langsam eigentlich, aber mit so einem speziellen Trick bist du sauschnell mit denen. Hat ein bisschen was von Symphony of the Night, wenn du mit Alucard den Schild cancel machst und den Backdash immer cancelst und dadurch schneller bist. So ja, kannst du dir das vorstellen. Okay. So, ja, und hier. Ja. Du musst jetzt halt das ganze Battle gleich reißen, weil ich kann nichts. Ja. Machen wir erstmal auf Hardest. Oder so, genau. Und dann nochmal Inferno. Und ich sammle einfach alle Kisten ein, oder wie? Ajo, ich brauche im Moment nichts. Okay. Du kannst das alles haben. Die machen dir noch Fun genug. Alles klar, Nimo, viel Spaß beim Rauchen. Rauchen so. Ist ekelhaft und total ungesund. Frag mich, wer sowas macht. Guck mal, was ich jetzt rufe. Mein Gigantus. Mein Gigantus. Na, wo bleibt er? Mein Gigantus. Da kommt er. Mein Gigantus. Gigantus? Ja, das fällt mir aus. Da kommt er. Jetzt schreit. Und der Airdrop ist da. Und ich stehe drin. So. Man merkt einfach, dass dein Raketenwerfer. Ah, da ist er. Gut. Kannst du Kisten einsammeln, während du in deinem Gigantus hockst oder eher nicht? Ich glaube nicht, aber das schauen wir gleich mal. Friendly Fire gibt's auch auf dem Tank. Ich habe mich gerade fast selbst gekillt. Och nö. Oh doch. Och nö. So, ich fahr mal hin. Der ist ziemlich mobil sogar. Guck mal, der ist recht schnell. Also Soldier, die normale Klasse ist echt boring. Für den Arsch. Ist halt super langweilige Klasse. Ist vielleicht. Ah, ich kann sie tatsächlich einsammeln mit dem Panzer. Das ist nice. Ist vielleicht interessant. Was ist okay, Biene? Okay. Oh, da ist ein Chest. Hey, ist geil, das. Ach so, wahrscheinlich, dass Nimo ein Rauchen ist. Okay, ja. Falls du dich wunderst, weil du ja die Streams wahrscheinlich noch nicht so gesehen hast, ich bin selbst Raucher, deswegen habe ich zu Nimo gesagt, dass ich das ekelhaft finde und ich mich frage, wer das macht. Piu, piu. Also, dass man das wirklich einsammeln kann, ist geil mit dem Tank. Und ich bin schockiert, die fahren sich gut. Hätte eher gedacht, dass es Classic Japan shitty Controls sind bei Fahrzeugen, aber stellt sich raus, das Gegenteil. Aber es sind doch Tank Controls. Und ich mache auch scheinbar genug Damage mit meinem Tank. Und das jetzt schon mit der Standardwaffe, ne? Das ist die erste Waffe, ja. Aber die schießt viel zu langsam. Also. Und die hat auch limitierte Munition, also nicht unendlich. Also sobald das hier fertig ist, ist das durch. Dann geht nichts mehr. Dann musst du einen neuen Air Support, also einen neuen... So sieht's aus. Muss einfach einen neuen Panzer rufen. Macht ja nichts. Hast du schon irgendeine Waffe gehabt? Ja, ich hab schon drei. Ah, sehr gut. Sehr schön. Sind dann die Waffen neue Fahrzeuge? Bei auch, dir? Auch. Also ich hoffe, dass ich irgendwie so absurde Fahrzeuge bekomme. Ich kenne die Klasse überhaupt nicht. So irgendwie, ich habe in einer Mission gibt es Panzer, die sind 10-mal so groß wie der hier. So einen hätte ich gern. Wenn es die gibt, das wäre sick. Vielleicht ein Evangelion. Schauen wir mal.
Was auch geil wäre, wäre ein Apache oder sowas. Eben Hubschrauber, ja, das wäre auch sick. Schauen wir mal. Also den Mac gibt's bestimmt nicht, den ich da vorhin hatte. Ah genau, ich wollte ja sagen, was ich im Moment spiele. Ja. Ich spiele ein bisschen Doom. Also Doom und Doom 2, Doom. Ja. Spiele ich im Moment ein bisschen wieder. Ist halt einfach so mein Go-To-Game, wo ich immer wieder mal ein paar Maps zock. Okay. Jetzt halt gerade auf dem Rechner, wo ich ausprobiert habe. Ja. Hab verschiedene Source-Ports ausprobiert. Bin jetzt bei PR Boom Plus gelandet. Was ich so ein bisschen benutze. Dann Final Fantasy 10 und Final Fantasy 14 habe ich wieder ein bisschen gespielt. Ah ja, stimmt. 14 war es noch. So, mein neuer kommt. Der alte Panzer steht da noch. Ach, guck mal, siehst du das auf der Karte? Das Gelbe? Nee, der rote Punkt. Da kommt gerade ein Artillery-Streik rein von mir. Ich habe da eine Granate reingeworfen. Und mal geguckt, was das macht und dann so, oh! Servus Nimrod, willkommen zurück. Das war ja gut. Die Klasse gefällt mir jetzt schon besser als die andere. Das war ja sick. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der MiG, rechter Bildschirm, hat die Klasse gewechselt. Er hat jetzt, was für eine Klasse war? Air Raider. Und geht gut ab. Du bist sehr zufrieden damit, ne? Oh, bisher macht zumindest mal mehr Spaß als die andere. Und zwei grüne Päckchen für dich. Was zockst du so im Moment noch? Ich? Ja. Ja, wie immer Guilty Gear. Weil muss ich ja, ist ja quasi mein Sportersatz. So ein bisschen für Kompetitive. Und halt, was ich sehr stark reingemogelt hat in den letzten drei Wochen, ist Overwatch, was ich nahezu jeden Abend zock. Und es wird nicht langweilig. Mhm. Auch wenn es ein Shooter ist. Aber ja, ist halt kein reiner Shooter, ne? Also was Blizzard da abgeliefert hat, verstehe ich bis heute nicht. Weil ich dachte ja echt, das ist nicht so gut. Wie bei Blizzard Shooter, wie soll das gehen? Aber die haben da echt was zusammengebastelt, was richtig gut ist, also. Also, dass es solides Gameplay hat, habe ich ehrlich gesagt nie bezweifelt. Bei Blizzard. Ja. Auch wenn es ein Shooter ist. Ja. Frage an den Chat, was zockt ihr so zurzeit? Was geht bei euch ab? Ich habe gesehen, Nimo hatte die. Den habe ich in der PlayStation Freundesliste. Okay. Und er hatte die. Final Fantasy 7 Platin Code. Oha. Glückwunsch nochmal hier. Klingt auch anstrengend, oder? Es gibt drei Sachen, die du verpassen kannst und die sind, glaube ich, fast alle noch auf CD1. Der Rest ist halt Farmen. Ich glaube, du brauchst einen Haufen Geld. Einen Haufen Jill brauchst du auf deinem Konto irgendwann. Auch das mit dieser Schildkröten-Sidequest oder so, die habe ich immer nur in diesen... War das nicht FF8? Nee, die Schildkröten-Sidequest, wo du so im Hotel auch hin musst und so ganz komisches Zeug einfach, das gab's bei 7, das habe ich auch nie gerafft. Ob das einfach nur ein Bug ist in meinem, wie heißt's, Spieleberater, ob die mir das Scheiß vorschreiben oder ob es das wirklich gibt, keine Ahnung. Ich habe dir eine Kiste markiert. Ah ja, sehr gut. Und hier hinten ist noch eine Armhalt. Overwatch soll extrem super sein, Nimo. Ja, ist richtig gutes Game. Also wenn es ein bisschen billiger ist wie 60, werde ich es mir auch holen. Ich kann ja vorher noch mit dir absprechen, weil wenn, dann würde ich das so holen, dass wir es vielleicht auch zusammenzocken können. Weil da braucht man halt einfach Leute zum Zusammenzocken. Und ich denke, das würde sich vielleicht anbieten, wenn du Bock drauf hättest. Denk, dann würdest du PS4 holen oder Xbox One, je nachdem, wo du sagst, wo du es lieber spielen würdest, mir ist beides recht, ehrlich gesagt. Das Lustige ist ja, die machen getrennte Balance, ne? Die balancen Konsole anders als PC. Okay. Heißt aber auch, dass sie da gesondert viel Arbeit reinsteckt. Ja, aber ist Blizzard, ist ja normal. Was ich halt wirklich krass finde bei Blizzard ist einfach,
Ja, man muss alle Zettel finden, Schildkrötenzeit. Ja, genau. Und mit Barrett auf ein Date gehen im Gold Saucer, ja, genau. Da hatte der Kai hatte auch Platin geholt bei FF7. Ja. Und er hat einen Bug genutzt, weil er es mit dem Barrett verkackt hat, auf ein Date zu gehen. Du musst ja gucken, dass du immer zum Barrett am freundlichsten bist, ja, und so. Ja. Was ich kacke finde, dass das eine Trophy ist, weil entweder du spielst ein zweites Mal oder du musst das erste Mal so antworten und Sachen geben, wie du es normal von dir aus nicht machen würdest. Ja. So. Die Konsole ist mir auch egal, okay? Also wenn ich mal ein Angebot sehe, sage ich dir Bescheid. Dann könnten wir es ja gegebenenfalls mal so ein bisschen zocken. Gibst du mir gerade mal dein Water? So, was hast du für Waffen? Calling for Support, Support Equipment, Guidance Equipment. Spriteful, habe ich keine Ahnung. Laser Attack. Ah, Vehicle, das ist sogar getrennt hier. Oh. Helikopter, Mann! Helikopter! Wie ich mich freue! Geil! Ich stell die gerade mal nach vorne hin. Let's fuck him up. Ja, oder let's fuck him up. Oh, was haben wir hier? Stationary Weapon. Oh. Dann einer. Machen wir hier den Sprite voll. Alles klar, dann machen wir jetzt nochmal. Inferno. Ab geht's. Und jetzt mit meinem Helikopter, Mann. Krasse Scheiße. Jetzt kann ich dir joinen endlich, Mann. Jetzt bist du dann immer allein unterwegs. Ich bin nicht lang in der Luft, also gewöhn dich nicht so sehr an mich. Mein Pack ist ziemlich schnell leer. Ach, wir spielen nochmal die Mission? Ja, ja. Okay. Jan, was zockt ihr so im Moment alle? Ich weiß, im Überlegen. Achtung, Overwatch. Pass da auf. Oder das sind meine Laser, die da kommen. Ah, okay. Ja, Battleborn gibt's auch PvE und Battleborn soll sogar nicht schlecht sein und kostet nichts mehr. Du kriegst für 20 Euro, wenn du ein bisschen drauf achtest. Aber es ist halt einfach zum falschen Zeitpunkt rausgekommen. Das haben sie echt dumm gemacht. Ich brauche hier hinten Hilfe. Ich kann mich gegen den nicht wehren. So konntest du dich jetzt nicht wehren? Ja, weil meine eine Waffe, die lädt nicht nach. Ach so. L2 wahrscheinlich. So nee, das ist hier. What the fuck? Das war ich. Ich weiß nicht, wie ich flieg. Rechter Stick. L2. Also hier hinten. L1, R1, Stick reindrücken, X für Gas oder Viereck oder Dreieck. Oh, da hebt er ab. Kannst du mich vorher noch retten? Das wär dufte, Mann. Alles klar, Biene, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. War schön, dass du dabei warst. Tschüss. Uncharted Collection und Final Fantasy 14. Die Uncharted Collection habe ich ausgeliehen bekommen und habe keinen Platz mehr auf der Platte momentan. Er ist wirklich so, wie du gesagt hast, hier der Stick. Der rechte Stick? Ja. So. Habe ich dich einfach mal ein bisschen abgeschlachtet. Einfach so. Passiert halt, ne? So, die grünen Kisten lasse ich dir, den Rest sammel ich ein. Oder auch nett. Kannst du nicht mehr fliegen? L2 ist abheben. Hast du es auf Inferno gestoppt? Ja. Ah, okay. Könntest du mir vielleicht mal eine grüne Kiste übrig lassen oder so? Ja, dann kommen wir hier am Startpunkt. Hier hinten ist auch noch eine. Ich kann auch die hier hinten einfach nehmen. Okay. Fuck.
Bisschen kompliziert zu steuern auf jeden Fall. Xbox Dark Souls 3 und The Division. Ja, Division war ich am überlegen, aber dann habe ich halt gehört, dass es so ist wie Destiny und ich habe mich satt gespielt an Destiny und dann hatte ich keinen Bock mehr irgendwie nur für Waffen zu spielen und so und das war dann irgendwie nicht mehr das, was ich wollte. Wo ich mich drauf freue, ist Steep von Ubisoft, mal wieder ein Wintersportspiel. Ubisoft leider. Hype, Fake Hype Game. Oh shit, das war's. GG, wir sterben. Kannst du gar nichts machen? Nee, ich bin tot. Okay, dann lass. Also ich raff den Heli nicht. Und der macht auch irgendwie nicht so Damage. Ah, Moment. Ich nehme mal ein anderes Fahrzeug. Mhm. Dann probieren wir es nochmal. Du musst auch ein bisschen aufpassen dann. Alter, das ist. Ich habe kein gutes Fahrzeug. Ich muss den hier nehmen. Nimm doch das andere Ground Vehicle. Ja, das ist ja dann wieder der Tank, der macht zu wenig Damage. Ne, der zweite mit 16. Nimm doch. Du hast vorher den Nuller gehabt. Ach, stimmt. Ah, ne, du hast den Gigantus gehabt, links. Der macht sogar Damage hier. Ja, nimm den mal einfach und wir farmen jetzt eh nochmal. Hauptsache nicht den Heli. Dann würde ich dich direkt wieder erwischen. Genau. Das war gut. Sehr schön. Guck mal, da wie der Tank oben drauf steht. Unfassbar, wir machen sowas. Vielleicht schaltet auch wieder kurz vor Streamende der Jack ein, so das letzte Mal. Das war sehr traurig. Hallo, und wir, ja, wir gehen jetzt. Tschüss. Nein, ich will jetzt schon wieder sterben! Ah, das sieht gut aus. Ich muss sagen, von meiner Klasse. Oh fuck! Mein Achterbahn-Ding. Ein Insekt ist hinter uns. Ich kümmere mich drum. Ja, bei meiner Klasse regt mich die Leiste auf. Ich wünschte, ich könnte irgendwie hochleveln oder so, dass ich länger fliegen kann. Weil auf dem Boden kann ich halt gar nichts machen, ey. Ich weiß nicht, was die Limpet Sniper ist. Keine Ahnung. Ich freue mich schon aufs neue South Park. Da freue ich mich auch drauf. Das ist witzig. Ich versuche so viel wie möglich zu dodgen. Von dem Game. Ja, die kommen hier ziemlich nah ran. Dann mache ich jetzt nochmal das hier. Oh, das war viel zu wenig. Kann wieder gar nichts machen, leider. Das heißt, du musst wieder vorsichtig spielen, ansonsten sind wir tot demnächst. Oh, Rückzug. Ja, das Geile ist ja, wenn du jetzt Fractured Butthole, The Fractured Butthole, so jetzt, vorbestellst, was im Deutschen übrigens die rektakuläre Zerreißprobe ja, heißt. Ja, schrecklicher Name. Oh, nee. Dann kriegst du Stick of Truth als PS4-Port oder Xbox One-Port kostenlos dazu. Ja, finde ich gut. Finde ich auch geil. Und das Beste ist halt, dass ich einen US-Account habe auf der PlayStation, das heißt, ich krieg's auch ungeschnitten. Okay, stimmt. Da gab's ja was. Ja, die komplette EU-Version haben sie halt einige Szenen rausgeschnitten. Die deutsche ist natürlich
komplett zerstückelt, also ohne Hakenkreuze. Plus die Zensur der Ego-Version. Komm mal hierher zu mir. Da ist ein Gegner. Böser Bu, hier. Der da unten. Fuck me. Boah. Lucky. Da ist noch einer direkt. Und wo bleibt mein... Warum lebt denn der noch? Hier sind noch mehr. Ja, ich versuche sie gerade zu orten. Ja. Das war's. Das ist die Scheiße, wenn die Endurance-Leiste runtergeht. Steht kein Fahrzeug, ne? Die haben es direkt kaputt gemacht. Ne, scheiße, da ist es. Oh, vielleicht schaffe ich es noch. Yeah. Ja, halt nichts zu bedeuten. Aber du lebst wieder. Ich lebe. Jetzt guck, dass du irgendwie HP bekommst. Ich bin tot. Ich guck gerade. Da liegt... Nimm lieber die andere Waffe, die one-shottet. Ja, für die muss ich halt extrem nah ran, ne? Siehst du? Extrem nah nicht, aber... Oh! So manuell die Leiste nachladen kann. Jetzt. Fuck! Oh shit. Ich baue eine Waffe, wo ich mich wehren kann. Ich muss mal gucken. Ja, ich sollte was noch auf Hardest spielen. Das geht schon. Ich gucke nochmal, ob ich eine Waffe habe. Weil diese Limited Gun, die bringt gar nichts hier. Die da. Strobito, warum habe ich dich abonniert? Was hast du denn zuletzt gestreamt? Wahrscheinlich Dark Souls 3 vielleicht oder Doom? Das waren, glaube ich, die letzten Sachen, die gestreamt wurden. Voll die Hesse. Nee, wir sind Pfälzer. Das ist eine Waffe, die ich benutzen kann, aber ich muss die irgendwie auslösen. Dann lass es nochmal probieren. Okay. Weil Damage macht die eigentlich mehr als genug. Ich muss die irgendwie manuell aktivieren. Steht da. Das ist wie eine Ladung quasi. Ich probiere das mal eben an der Wand aus. Lass mal hier den rufen. Da. Das ist die Ladung. Ah, jetzt habe ich es nachgeladen. Aber wie löse ich das denn aus? Ah, ich hab's. Ich hab's. Wie? Mit L1. Ja, jetzt kann ich mich wehren. Ja, und jetzt platzen auch die Gegner. Ich glaube, die Mission jetzt läuft, denke ich. Danke für das Kompliment, Nemo. Was hat er denn gesagt? Weil er der Beste ist. Ja, aber das Vehikel macht ziemlich wenig Damage. Gut, wir sind auch im Inferno. Ja, nicht nur das, du hast ja quasi noch die Anfangswaffen, ne? Nee, hab ich nicht. Das ist schon 28. Okay. Siehst du irgendwo grüne Kiste? Nein. Ich sehe aber auch fast gar nichts. Nee. Wir müssen nur 3 Waves töten, die letzte Wave töten ja die NPCs für uns dann. Das ist ja der Vorteil von der Mission. Mhm. Gut, das Ding hier fährt sich viel schlechter als der Panzer. Lustigerweise.
Wie viele Stechler? Ich komme gar nicht klar. Aber immerhin kann ich das abballern, das ist ja schon mal schön. Das macht gar keinen Damage, leider. KG. Aber es macht Damage, das ist schon mal irgendetwas. Sind zumindest nicht so wie so Opfer wie davor. Da sind wir ja nicht mehr so weit gekommen, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Oh, Waffenkiste. Da schnappst du dir gleich weg. Wow, was fällt dir ein? Da liegt noch eine. Sehr gut. Keine Munition mehr. Ja, ich one-shot die mit der anderen Waffe hier. Siehst du? Da hat eine Kiste fallen lassen, eine grüne. Den hinten im Haus lass ich mal, bis du die Kisten eingesammelt hast. Fuck! Es war ich. Energie! Wo ist Energie? Weiter hinten sind noch grüne Kisten. Ich glaube, da war aber keine Energie dabei. Oh! Die überleben einen Schuss von der Waffe. So, jetzt noch die Wave überleben, dann haben wir es. Wie geht's Raven? Raven geht's gut. Der kommt morgen vorbei zu mir. Und danach kriegen wir wahrscheinlich. Oha. Bei dem Wetter. Der hat noch Reste. Hinter! Pass auf. Da liegt eine Waffenkiste. Ich muss auch aufpassen, guck mal da, der Civilian. Alter! Gott sei Dank. Ich hab sie dir markiert, gell? Okay. Cool, cool, ja. Ja, das läuft ja schon viel besser. Jetzt, wo ich auch die Waffe da richtig benutzen kann. Ich achte jetzt halt viel mehr drauf, dass ich mehr defensiv spiele. Ja, zumindest solange ich noch so ein Waste-Slot bin. Richtig. Aber es sollte sich ja nach der Mission ändern. Also ich hab Pech. Oh, da kommt einer. Okay, du hast ihn erledigt. Sehr schön. Oh, oh, da ist noch einer. Hat sich einer durchgemogelt? Ah, du bist da oben. Sehen, ich sehe. Ich hab ihn auch erwischt. Da kommt noch einer links. Wir haben es gleich. Links 3. Och, ey. Ich bin gleich tot. Passt, da ist ein HP getroppt. Direkt auf der Straße. Oh, Spannung. Jetzt. Okay, nur noch 4. Den habe ich.
Fuck, hinter uns. Wir sind so schnell auf Inferno. Hab ihn auf einen Schuss. Ich krieg ihn nicht. Ich hab ihn. Boah, die sind echt fucking schnell, ey. Das ist eine Weapon Chest, sehr gut. Oh, jetzt haben wir's, jetzt müssen wir nur überleben. Wie oft haben wir die Mission jetzt gemacht? 6, 7 Mal. Machen wir nicht. Wir warten einfach. Nee, greif ruhig an. Ganz normal spielen, sonst sterben die NPCs eventuell doch, aber halt einfach ruhig spielen. Kein Risiko eingehen. Ruhig bleiben. Ja, dann kommt Bam und dann Vollgas. Hier wieder eine Kiste markiert. Sehr freundlich von dir. So bin ich. Der freundliche Rehnton. Player 2 has requested an armored vehicle grade AP1. Ah, zwei Kisten. Hier sind zwei grüne Kisten, Mann. Das können wir markieren. Oh ja, still. Alter! Ich bin direkt gestorben. Es war ein Angriff. Ja, man hat so viel Damage. Ich bin auch fast gestorben gerade. Nimm's. Ich wollte es gerade selber nehmen und hier ist noch eine Waffenkiste. Ja. Egal, jetzt haben wir's. Das war's. Gott sei Dank. Die war hart. Ich hoffe, jetzt gibt's auch. Hier sind auch noch, hier sind drei Waffenkisten noch. Oh, fuck me. Dann hol du zwei. Ich beeile mich, dass ich die unter der Brücke bekomme. Hol du die oben, wenn die dünner. Ich hab sie schon geholt. Okay, dann hol ich die hier. Hab sie. Nice. Wäre jetzt gut, wenn du auch noch eine schöne Waffe bekommst. Wäre durchaus schön. Danke. Dankeschön. Oh. Ja, du hast. Ach, ich habe keine gute Waffe bekommen, ne? Alles Low-Level-Zeug. Scheiße, Mann. Okay, ich würde sagen, wir machen aber noch eine normale Mission. Ist halt jetzt die Frage, wie willst du so spielen? Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob ich ein Vehicle wenigstens. Nee, gar nichts. Das ist ja blöd. Dann versuche ich nochmal den Heli. Power Suit steht da. Ich bekomme doch so ein Mac später. Geil. Also grüne Kisten auch jetzt noch einsammeln, ja, würde ich sagen. Stationary Weapon. Impulsmine. Roller Bomb. Die Lollabomb. Life Spout. IDF. Heal-Waffe. Nemo, ist jetzt irgendwas in Frankreich gewesen? Weil jetzt ist ja halb. Hast du irgendwie Nachrichten nebenher auf oder so? So, dann machen wir noch die Mission oder was? Und dann Schluss oder wie? Mhm. Dann fahr ich nach Hause. Okay, dann gehen wir noch. Mit dem Hund? Mit Doggy. Ah ja. Ah, so funktioniert das also. Je mehr wir töten, desto öfters kann ich Zeug reinbeschwören. Guck mal da. Holy Scheiße. Aber ist schon tot, ne? Ach, der ist kaputt, okay. Guck mal meine Pumpen, Mann. Curling!
Beste Waffe. Beste Waffe, Mann. Nee, noch nicht. Bleibt hoffentlich so. Ja, könnte halt auch sein, dass es einfach nur großes Gebabbels war und geblendet und was weiß ich. Hoffen wir mal. Ja, ich hoffe es auch. Alter, die Waffe, das ist die beste Waffe ever. Die Rolling Bombs. Alter, ist die Mission geil. Das ist echt nochmal so was richtig Schönes für einen Abschluss. Let's go, heb ab. Ich hab gedacht, du hast mich gemeint. Ich flieg los. Ja, ist ja gut, ich hätte schon. Ist ja gut. Ich mach's ja schön. Eieieiei. Eieiei. Ich glaube, ich spinne. Och, jetzt lad halt schneller nach. Da ist eine Riesenspinne hinter mir. Horry shit. Steuert sich halt sehr strange. Ja, aber ist er in Ordnung, wenn du damit... Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich ist er ziemlich strong, wenn man ihn spielen kann, ja. Ich bin ausgeliefert, ich bin ausgeliefert. Ja, ich hab's gekillt, die Spinne. Domo arigato, Mr. Mick. NP, Mann, NP. Ah, ich raff's nicht, ich raff die Controls nicht. Der Heli ist bis jetzt das Schlechteste, oder? Wird gefragt. Zum Steuern ist es schlecht. Ich glaube, so ist der eigentlich an sich, macht er ziemlich viel Damage und ist nützlich, aber ich kann ihn nicht kontrollieren, ich bin zu schlecht. Sammeln ruhig noch grüne Kisten ein, gell? Guck mal, der macht schon gut Wumms. Stell dir mal vor, du gehst morgens raus und dann passiert das vor deiner Haustür. Ja, Leben ist hart, würde ich sagen. Ich fand die Mission saugut. Bucking. Den jag ich auch immer auf der Arbeit, den Bug-King. Den Bug-King. Den heben wir mal ab. Wo ist er? Du hast den Gegner schon. Ich such ihn, Alter. Toll. Umsonst abgehoben. Mission cleared. GG, I guess. Liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche vermutlich wieder Dienstag um 7 wieder hier zu einer weiteren Runde. Lass mich gerade mal kurz was checken. Wir haben noch 30 Missionen vor uns. Ja. Krasser Scheiß. Das dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Aber wir hoffen, euch macht Spaß. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Wie gesagt, bis dann, gell? Peace. Peace, peace. Danke für den Stream, war cool. Bitte. Sehr gerne, sehr gerne.